Das weiß ich nicht, ich hoffe. Hallo Schippi, ja, willst du jetzt rein, aber nicht? Selten bis gar nicht. Genau. Albanerinnen und Albaner in der Schweiz. In der Schweiz leben rund 200.000 ethnische Albanerinnen und Albaner aus dem Kosovo, Mazedonien, Südserbien, Montenegro und Albanien. Da die Personen unterschiedliche nationale Zugehörigkeiten haben, liegen keine offiziellen Angaben über ihre genaue Anzahl vor. Ein Großteil von ihnen kam in den 60er und 70er Jahren als sogenannte Gastarbeiter in die Schweiz. Da sie einen jugoslawischen Pass hatten, wurden sie kaum als Albaner wahrgenommen. Wichtige Zentren der albanischen Diaspora befinden sich in Zürich, Basel, Bern, Winterthur und in St. Gallen. Als Ende der 90er Jahre die politische Situation in der Heimat immer schwieriger wurde, zogen viele Albaner ihre Familienangehörigen in die Schweiz nach. Damit stieg die Zahl der albanischen Migrantinnen und Migranten in der Schweiz sprunghaft an. Die erste Generation der albanischen Zugewanderten, wie auch das Aufnahmeland, waren wenig vorbereitet auf die neue Situation. Der Familiennachzug führte zu vielen Fragen und Schwierigkeiten. Ein Großteil der Schweizerinnen und Schweizern wissen nur wenig über die albanischen Mitbürger. Die Medien vermitteln vielfach ein Bild von Rasern, Schlägern, Sozialhilfebetrügern und Kleinkriminellen und bringen die Albanerinnen und Albaner mit Delinquenz und Gewalt in Verbindung. Die dumpfen Klischees schüren die diffusen Ängste und die soziale Diskriminierung. Über all die negativen Schlagzeilen in den Medien geht die große Anzahl von Albanerinnen und Albanern vergessen, die friedlich und gut integriert in diesem Land lebt, arbeitet, lernt, konsumiert und einen wichtigen ökonomischen und sozialen Beitrag an die schweizerische Gesellschaft leistet.
Die Stadt Wiel ist mit 23.500 Einwohnenden eine große Kleinstadt. Sie ist eine typische regionale Marktstadt. Handel und Verkehr beleben und bestimmen seit Jahrhunderten ihr Bild. Die gepflegte Altstadt ist Zeuge der gut 700-jährigen Geschichte. Heute ist die Stadt Einkaufs-, Kultur- und Wirtschaftszentrum einer kantonsübergreifenden Region mit über 110.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Rund 1.100 größere und kleinere Arbeitsstätten und Betriebe bieten über 10.500 Arbeitsplätze und machen Wiel zu einem wichtigen Arbeitsort. Nach Schätzungen der Fachstelle Integration haben gut 2.000 Personen oder rund ein Drittel der Bevölkerung mit Migrationshintergrund eine albanische Herkunft. Als größte Gruppe von Zugewanderten werden die Albanerinnen und Albaner das Leben in der Stadt Wiel in den nächsten Jahrzehnten stark mitprägen. Die Stadt Wiel spricht die albanischen Migrantinnen und Migranten mit Informations- und Integrationsangeboten gezielt an. Ich bin Daniel Thema, bin der Postgebietsleiter bei der Schweizerischen Post. Ursprünglich bin ich von Kosovo. Ich lebe seit dem Dezember 1995 hier. Mein beruflicher Werdegang ist, ich bin als kaufmännischer Angestellter, habe ich angefangen, eine dreijährige Lehre. Danach habe ich Marketingplaner, eidgenössische Marketingplaner, fertig gemacht und später noch eidgenössisch diplomierter Verkaufsleiter und aktuell bin ich dran, MAS-Studium in Change und Organisationsdynamik zu machen. Heimatland ist natürlich in Kosovo. Ich bin dort geboren, 15 Jahre habe ich dort gelebt und daheim fühle ich mich natürlich da in der Schweiz. Ich würde sagen, ja, hier auch in der Schweiz, aber weil ich lebe da hier mit meiner Familie und integriert bin ich auch hier, so viel ist möglich für mich gewesen bis jetzt, aber in Kosovo ist auch für mich. Ich bin ein Kosovarer, ich bin ein Albaner und wie ich mich fühle, ob ich mich als Schweizer fühle, das ist ein sehr schwer zu beurteilen, weil wie fühlt sich ein Schweizer an oder was ist der Unterschied, das kenne ich bis jetzt nicht. Ich fühle mich beide. Nein, ich bin Albaner geboren und ich bin immer noch Albaner, aber mit der Integration bin ich auch als Schweizer. Ich fühle mich sehr wohl hier in der Schweiz, ich fühle mich auch hier daheim. Was ich mir aber mehr wünschen würde, ist, dass wir einen echten Dialog treten könnten. Nicht nur ich persönlich. Persönlich habe ich ganz enge Beziehungen. Aber dass die Integration bzw. die gegenseitigen Interessen noch viel mehr ist. Und nicht eine Meinung gebildet wird aufgrund von einem Medium, bestimmten Medien, sondern eine Meinung gebildet wird in einem echten Dialog und ein echtes Interesse gegenseitig. Ja, normal, momentan immer noch hier. Weil hier haben wir alles Arbeit. Integration ist Nummer eins, Arbeit. Und in Kosovo ist es immer noch, sage ich mal, schwierig wegen Arbeit. Haben wir zu wenig Arbeit und alles Leben ist. Das Heimatland von meinen Eltern spielt eine zentrale Rolle. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Kosovo ist für mich insofern wichtig, weil ich dort meinen Ursprung, meine Wurzeln habe. Und ich fühle mich immer noch sehr eng verbunden. Ja, sicher. Das habe ich immer gedacht, dass ich einmal zurückkomme in Kosovo. Aber jetzt im Moment ist es immer noch schwierig. Turn up the radio, let's just carry on now.
Ich freue mich jedes Mal, wenn ich mal zu meiner Heimat, wo meine Eltern geboren sind, wieder dahin fahren darf. Aber wenn ich zurückkehre, dann muss ich sagen, ich fühle mich hier zu Hause. Also die Schweiz ist mein Zuhause eigentlich. Ja, vetëm ma mirë ndi për momentin ku jam. Po njëkohësisht, kur shkoj edhe në familje apo në vendindje time, edhe ke ndihem normalisht në shpe. Ich lebe eigentlich nach den Regeln der Schweizer, aber ich fühle mich als Albaner, kann man sagen, da ich ja aufgewachsen bin und meine Eltern albanisch, die haben mich albanisch aufgezogen und dann kann ich nicht sagen, ich fühle mich wie ein Schweizer, aber ich kann sagen, dass ich mich draußen so verhalte wie ein Schweizer. Shqiptar. Se jam I lindur shqiptar. Das spielt eigentlich eine große Rolle, da ich eigentlich ein stolzer Albaner bin und bin ja stolz darauf, dass mich meine Eltern aufgezogen haben und die sind ja Mentalität aus Albanien, die haben ja das mir beigebracht und deswegen spielt es eine große Rolle. Gjithmonë po. Gjithmonë po. Mir po gjithmonë të lidhin gjama të cilët ndoshta le nuk mundesh me u kthyen. Pasi që pjesën më të madhe të familjes I kam këtu, djemt, vajzat janë të rritun, nesër martohen edhe krijojnë familja, atëherë edhe prindi si prind nuk mund të largohet, a dëshira ime gjithmonë është që edhe njerëz të kthehen. Ich bin ja in der Schweiz aufgewachsen, ich bin hier geboren und ich kann jetzt nicht gleich sagen, dass ich, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie es zum Beispiel in Deutschland ist oder in Miami, aber ich bin sehr zufrieden hier und ich weiß, ich bin schon viel gereist und alles. Ich denke mal, ich würde in der Schweiz am liebsten und eigentlich immer hier sein. Boah, bitte gespannt. Pasi që fatlumi është I lindur këtu, I rritun, I shkollum, I punësum, edhe njëkohësisht edhe është integrum. Po prapë se prapë vendlinjen kurse si nuk e arron. Mein Name ist Blerim Ismaili, ich bin 28 Jahre alt, komme ursprünglich aus Tito in Mazedonien, bin aber in der Schweiz, also in Gielsagranen aufgewachsen, die auch geboren. Ich bin hier zur Schule gegangen und habe natürlich dann auch die Lehre absolviert und dazu mal als Multimedia-Händler im Swisscom Shop, das ist eine Telekommunikationsfirma. Und bis dann seit 2001 und auch bis heute bin ich bei der Swisscom immer noch. Natürlich kontinuierlich auch Weiterbildungen gemacht und arbeite als Marketing Manager immer noch bei der Swisscom. Ist eine schwierige Frage. Normalerweise ist es so, dass ich mich hier zu Hause fühle. Meine Heimat natürlich aber in Mazedonien, in Tetovo genau ist. Aber hier fühle ich mich heimisch. Persönliche Frage. Es ist schwer zu beantworten. Da ich sehr, sehr lange in der Schweiz bin, ich fühle mich natürlich als Albaner. Aber ich habe ziemlich viel auch von der Schweizer Kultur übernommen. Natürlich, ich habe Sachen übernommen, was mir gefällt, was mir weiterbringt. Ich bin beides. Nee, also ich bin eigentlich, obwohl ich einen Schweizer Pass habe, fühle ich mich schon als Albaner. Also das heißt, meine Wurzeln sind albanisch, obwohl ich eigentlich vieles von der Schweiz übernommen habe. Also was zum Beispiel auch eine gewisse Mentalität, wenn wir das ansprechen möchten, aber ich bin schon Albaner. Ich würde so sagen, am Anfang Gedanken waren, nach ein paar Jahren wieder mich zurückzukehren. Aber mit der Zeit, die Familie ist gegründet und ich strebe viel mehr, wo die enge Familie ist, dort zu leben. Aber ich kann mir auch vorstellen, in
in späterer Zeitpunkt auch nach Mazedonien zu leben. Grundsätzlich, es ist nicht schwierig zu sagen, also ich kehre mich zurück, aber meine Familie zieht mich viel mehr hier in die Schweiz, wo meine Söhne und enge Familie ist. Ich kann mir vorstellen, auch unten zu leben. Ich würde sagen, es wird so ein bisschen unten, ein bisschen hier in der Schweiz, also auf beide Länder. Also wäre schlecht zu sagen und richtig zu sagen, zum Beispiel wäre ich nur in Mazedonien leben oder hier in der Schweiz. Gut, wenn ich wählen könnte, in einem wärmeren Land. Das Wetter spielt natürlich nicht mit. Naja, ich denke mir schon, also wenn jetzt wir zwischen Mazedonien und der Schweiz natürlich entscheiden müssen, ich denke mir, ich kann das so nicht direkt auswählen. Klar, ich kenne ja jetzt hier nur die Schweiz. Und deshalb ist das auch der Grund, weshalb ich auch hier wohnen würde. Jetzt im Vergleich zu Mazedonien, weil ich einfach nicht anders kennen würde. Wir diskutieren oft mit Verwandten in Mazedonien, wie die Schweizer leben, über Schweizer Kultur, über Arbeitskultur. Beide Länder unterscheiden sich sehr. Aber Grundphilosophie, es ist gleich. Das heißt, auch in Mazedonien muss arbeiten. Natürlich, es ist nicht das gleiche Tempo wie hier. Jedes Land hat etwas Spezifisches. Die Schweiz hat sehr positive Sachen gegenüber dem Land Mazedonien und umgekehrt. Wir reden sehr offen über die gesamte Entwicklung hier in Europa, auch hier in der Schweiz und in Mazedonien. Mit den Gedanken habe ich schon gespielt, aber ich kann mir das jetzt im Moment nicht vorstellen, obwohl wir in Mazedonien sind. Wir haben ja wirklich meine ganze Familie, der Rest von der Familie ist ja dort. Kann ich jetzt im Moment das eigentlich nicht vorstellen. Was vielleicht später kommt, weiß ich auch noch nicht. Wir haben dann eine schöne Rundung und alles, aber im Moment könnte ich mir das nicht vorstellen. Es ist eine interessante Frage. Wir leben mit Vorverurteilungen. Leider, es ist so, es gibt schlechte Beispiele. Und wir versuchen, die Albaner im Mittelpunkt mit guten Beispielen zu vorstellen, wie die Albaner leben. Das Bild, was hier ist, dieses gezerrte Bild, ist für mich sehr, sehr relativ. Das heißt, ich versuche, Schweizer zu überzeugen, es gibt in jeder Bevölkerungsgruppe gute Menschen, schlechte Menschen. Das heißt, es gibt auch schlechte Albaner und gute Albaner und umgekehrt schlechte Schweizer und gute Schweizer. Also ich fühle mich hier zuhause, in der Schweiz, weil ich bin sehr jung hierher gekommen. Mit 8 bin ich hierher gekommen und dann habe ich hier meine Schule gemacht, habe ich Lehre gemacht und dann habe ich meine Arbeit hier, habe ich meine Sport hier, wo ich hier lebe, meine Familie, meine Freunde und ich fühle mich hier zuhause und wohl. Oder? Das ist so. Wenn ich wieder in der Schweiz oder Asien, dann komme ich mit einem Se është, unë e kur dhe në këto, knoqëna, se e di si ku më vjetu shumë ku. Po dhe kur shkaj asje, po, se dhjetë si janështë 10 vjetë, edhe ku më lecë asje, se asje jam rritë tek tjetë 24 vjetë, 24 vjetë ku më Zvicër. Edhe më 24 vjetë, unë jemi shirë për e Zvicërës, ku më hongërë, ku më pijë, më kamojtë, e falendërë e Zvicërën se, unë që tu ku më vjetu, 40 vjetë gojti ma shumë se, që ku më lidhë në vend temin, e kupta. Unë s'kom pas kur një farë problemi në jetën tim. Kur problem s'kom pas, e falendërej Zvicrën, e kompromet mi e me ketë, për gjësi, edhe janë shkollua, janë rritë, janë, unë jam shumë i knashtë. Ich fühle mich als Albaner, weil wir müssen einfach wissen, dass wir unsere Wurzeln von dort haben, oder? Und unsere Kultur und so nicht vergessen, obwohl wir da leben und alles, also ich fühle mich da zu Hause, aber trotzdem, weiß ich ganz genau, von wo ich das komme und wo ich meine Wurzeln habe. Die Wirtschaft ist ein Schiff da, ja.
për tërse edhe Zvicrën e respektoj. Unë nuk më më thonë që jam Zvicrën, por se të pakon Zvicrën, se në ashta unë jam ma Flander. Po, shqiptar jam, po, Zvicrën mund ka një muhe edhe më ka majtë. E une, prap se prap, unë e konstatet që jam shqiptar për vjetë. Së më më bë Zvicrën. Es ist wichtig, wenn Familie da ist, wenn du deine Freunde da hast, dein Umkreis und deine Arbeit, dein Sport und dann fühlst du einfach dich heim, oder? Und kannst das, ja. Ja, für mich zu wohnen, ich bin in der Schweiz. Für das habe ich da. Also ich habe sehr, sehr stets dabei. Mach gut. Schweiz ist Schweiz, ich habe Lidz in Lidz. Und ich verändere, aber edhe respektoj se ligjin e ka shumë mirë. Asnjë shtet më të mirë se ligjin që e ka Zvicra, po s'besoj që ka. Also es spielt eine Rolle, dass ich muss einfach wissen, von wo das meine Eltern herkommen und von wo das ich meine Wurzeln habe, oder? Und dass mir das auch nicht vergessen, oder? Das ist mir auch sehr wichtig, dass ich auch, wenn ich meine eigenen Kinder habe, dass denen auch dort weitergehe und dass die auch wissen, von wo das mir kommen. Obwohl wir hier leben und unser Leben hier haben und uns wohlfühlen hier, aber dass wir auch die Identität einfach nicht vergessen, obwohl dass wir kommen. Hallo Schippi, wo bist du? Ja, willst du jetzt rennen oder nicht? Ja, komm, ich an den BMW jetzt. Okay, ich komme gerade. Hi, ciao. Also für mich persönlich die Definition des Wortes Integration heißt sich anpassen an den Regeln und Gesetze eines bestimmten Landes, wo man lebt. Das bedeutet klar und deutlich, wenn ich in eine neue Gesellschaft hineinkomme, dann dort sehr wahrscheinlich bestehen schon Gesetze, worüber diese Menschen und diese Gesellschaft gewählt hat und bestimmt hat. Das bedeutet, ich kann als neuer Körper, als neuer Mitglied dieser Gesellschaft nicht neue Regeln reinbringen. Das heißt, ich muss diese Regeln schon akzeptieren und damit leben können. Also für mich Integration heißt, sich anpassen an den Regeln der hiesigen Gesellschaft, wo man ankommt. Und diese Anpassung könnte gesetzlich sein, regelmäßig sein und ähnliches und ähnliches. Ich bin Katholik Shqiptar, in Zvicër existent që 20 vite, një zyrtare. Brenda këti misionit jemi tre misionit të ndara, një këtu ku unë veproj në Zvicrën Lindore, një tjetër është në Zvicrën Qendrore me Selinë Lucern dhe një tjetër në Arau. Dhe qëllimi ynë si mision është që besimtarve katolikë shqiptarë, veçanti, por edhe gjithë shqiptarëve në përgjësi, të ndihmojmë një integrim sa më të lehtë në shoqërinë zvicërane. Për ne integrim do thotë që njerëzve tanë, pra shqiptarëve në përgjësi e atyre katolik në veçanti, t'ju ndihmojmë sa ma lehtë dhe sa ma mirë t'integrohen në kulturën dhe njëtën shoqënore të në Zvicër. Ich bin Ricardo Rizza, ich bin der Leiter der Fachstelle Pädagogik der Stadt Wiel. Und das ist eigentlich eine neue Stelle. Die Stelle wurde im letzten Sommer, im August 2011, habe ich hier begonnen. Und die Idee ist, dass Schulentwicklung und die Pädagogik einen höheren Stellenwert in der Stadt bekommen. Jetzt Integration ist natürlich ein großes Thema in der Stadt Wiel und deshalb bei diesen Projekten, die wir machen, ist mir die Integration auch ein ganz wichtiges Anliegen.
plus meine Biografie. Ich bin selber Migrant. Ich bin, das merkt man am Namen, Riccardo Rizza. Ich bin Italiener, Süditaliener. Bin hier geboren und hab hier eigentlich das Ganze erlebt. Meine Mutter kann jetzt noch kein Deutsch. An Elternabenden wussten sie nicht, was der Lehrer vorne erzählt. Ich habe ziemlich früh dann für meine Schwester Sachen übersetzt, musste zu Hause so Sachen machen, habe mich aber dann eben integrieren wollen. Also ich wollte Teil sein von dem Land, wo ich lebe, und habe mich dann mit 18 einbürgern lassen. Und da nur eine kleine Anekdote, da war eben dann das Problem, dass meine Eltern dann von den anderen Italienern nicht mehr angesprochen wurden, weil sie gesagt haben, du hast deinen Sohn verkauft, wir wollen nichts mehr mit dir zu tun haben. Ich merke in der Schule, wenn eine Familie integriert ist, dass sie die Sprache sprechen, sich gut verständigen können. Ich merke auch, dass sie orientiert sind über die Angebote in der Stadt, was hier los ist. In der Schule merkt man das. Gehen Sie in die Väter- und Mütterberatung? Haben Sie eine Ahnung, dass es einen schulpsychologischen Dienst gibt? Oder kennen Sie von jemand anderem schon die Schulsozialarbeit? Sie kennen auch die Orte, wo man die Sprache lernen kann. Oder Sie erkundigen Sie sich. Ich merke es an den Kindern, wenn sie in einem Verein sind, zum Beispiel Turnen gehen oder am Sonntag das Osso besuchen, wenn sie die Umgebung gut kennen, zum Beispiel mal im Wald waren da unten oder auf einem Spielplatz. Ja, das sind solche Zeichen, die wir hier in der Schule sehen. Ich bin Felix Baumgartner, Integrationsbeauftragter der Stadt Wiel. In der Stadt Wiel wurde bereits vor rund 10 Jahren in einem breit angelegten partizipativen Prozess ein Integrationsleitbild erarbeitet mit einem Maßnahmenkatalog. Ein wichtiger Bestandteil der Maßnahme war das Schaffen einer Integrationsfachstelle, die sich dem Thema Integration annimmt. Beim Antritt meiner Arbeit stellte ich fest, dass ein großes Anliegen in der Gemeinde auf der Seite der Bevölkerung, aber auch von der Verwaltung und der Fachstelle war, dass Personen, die nur schwer erreichbar sind, das heißt Leute, die hier wohnen, aber sich nicht in die Strukturen unmittelbar einfügen, das heißt, sie kommen nicht zu den Elternabenden. In den Vereinen hat man die Schwierigkeiten, dass man einen kleinen Anteil hat von zugewanderten Personen. Und aus dem leitete sich ab, dass ein großes Anliegen ist, dass Personen besser mit einbezogen werden. Also Integration bedeutet für mich persönlich, dass sich die Menschen hier in der Schweiz wirklich wohlfühlen, dass sie sich zu Hause fühlen. Integration heißt aber auch, es ist ein Geben und Nehmen. Die Migrantinnen und Migranten müssen sich integrieren wollen und die Schweizer Gesellschaft muss die Migrantin auch aufnehmen wollen. Also für mich ist es wirklich ein Geben und ein Nehmen. Also ich erkenne jemanden, dass er integriert ist, grundsätzlich in 2 Punkten. Einmal, dieser jemand ist gewilligt, integriert zu werden, das heißt, Wille besteht da. Und zweitens heißt die Handlung, das heißt die Taten. Kurz zu erklären, deutlich gesagt, wenn jemand in einem Land lebt und er Deutsch spricht, sagen wir das mal in der Schweiz, er spricht Deutsch, wir können nicht davon ausgehen, dass er schon bereits integriert ist. Wir müssen zuerst mal nachchecken und prüfen, ob seine Wille schon von innen, von der Seele her, da ist, um integriert zu werden. Weil jemand könnte sehr schnell mal im Internet, ein sehr schlauer Mensch, könnte sehr schnell im Internet nachschauen, ein politisches System erlernen, ein Schulsystem erlernen und die Sprache erlernen. Und er wirkt aber nicht in diese Gesellschaft. Vielleicht genau das Gegenteil davon macht. Und deswegen, da können wir nicht von einem integrierten Mensch sprechen, sondern vielmehr für mich heißt Integration, jemand will
da leben und auch will da mitwirken und dazu beitragen, Punkt Nummer 1, das heißt die Wille, und Punkt Nummer 2, dann kommen erst die Handlung bzw. die Taten. Dann erlernt er die Sprache, dann tut er in der Gesellschaft offen, dann ist er kommunikativ, dann ist er das und ähnliches. Also grob gesagt, Wille und Handlung. Ndoshta shikim parë nuk mund të thotë se dikush është integruar apo nuk është integruar, por unë mendoj që populli ynë mjaft mirë është ka integruar shoqërinë zvicrane, sepse ne kemi gjithnjë më shumë të rinj dhe të reja që shkollohen, kryen në shkolla profesionale, ne kemi gjithnjë më shumë të rinj dhe të reja që mirën, domethënë kanë filluar të mirën edhe me politikë, që integrohen edhe në jetën politike. Gjithnjë më shumë njerëz tanë kanë firma fariste, firma të ndryshme, blejnë shtëpi, domethënë unë nuk e shoh një integrim ndryshe se sa që është ka bëhet, sepse njerëz të tanë janë gjithnjë më suksesshëm këtu në Zvicër. Tu mos si përjashtu edhe gjysmën e reprezentacionit zvicran që e përbën shqiptarë dhe janë lojtarë të kyç të reprezentacionit Zvicrës. A thonë, kretë kjo dëshmonë se populli ynë në mënyrë shumë të mirë suksesshme është ka integruar në shoqërinë zvicrane. Was wir vom Departement her machen. Vom Departement her ist es so, dass wir die klassischen Sachen machen, beispielsweise wir übersetzen. Also wir haben Broschüren, die wir übersetzt haben. Wir, Kindergarteneintritt hat der Kanton, die Broschüre, die es auf Deutsch gibt, in verschiedenen Sprachen, unter anderem auch in Albanisch. Dann geben wir die ab für die Kinder, aha, für die Eltern auf Albanisch. Neu ist jetzt die Broschüre Elvis von der Elternvereinigung gekommen. Da gibt es Tipps in der Erziehung und das hat die Elternvereinigung auf Deutsch gemacht, hat dann angefragt, können wir das auf Albanisch übersetzen, und das haben wir dann unterstützt finanziell und haben auch aktiv das abgegeben in den Schulen. Das ist das Klassische, oder? Also eine Voraussetzung für die Integration ist für mich die Sprache. Sie ist das Verständigungsmittel, das wir haben. Es muss Möglichkeiten geben, die Sprache zu erlernen, verschiedene Möglichkeiten auf verschiedenen Niveaus. Es muss die Offenheit herrschen, dass wenn jemand die Sprache noch nicht so gut kann, dass man aufeinander zugeht und sich unterstützt im Lernen. Und dann denke ich, ist es wichtig, dass das Interesse an der anderen Kultur auf beiden Seiten groß ist. Also dass man offen ist, das Gespräch sucht, einander kennenzulernen und von der Seite der albanischen Bevölkerung, dass sie auch Interesse zeigt an dem, was hier ist, sich erkundigt und nachfragt, wenn man etwas nicht versteht. Als Integrationsbeauftragter der Stadt Wiel ist es mir ein großes Anliegen, dass Zugewanderte an der Gesellschaft teilnehmen, am sozialen Leben, am kulturellen Leben, am gesellschaftlichen Leben. Nur so gelingt eine Gesellschaft, wenn sämtliche Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt aktiv teilnehmen. Das setzt voraus, dass sich Zugewanderte für den Ort, an dem sie leben, interessieren und sich eingeben. Es setzt aber auch die Offenheit der schweizerischen Bevölkerung voraus an den Personen, die zugewandert sind. Also für mich ist jemand integriert, wenn er unsere Sprache wirklich beherrscht, wenn er sich mit anderen Leuten unterhalten kann und vor allem auch dann, wenn er oder sie am gesellschaftlichen Leben unserer Stadt teilnimmt, im sportlichen Bereich, schulischen, kulturellen Bereich. Dass die Albaner sich besser integrieren können, so wie auch andere Migranten, braucht natürlich einige Voraussetzungen. Eine von den ersten, meiner Meinung nach, ist, dass diese Leute eine bestimmte Bildungsniveau mit sich bringen. Das bedeutet, sie haben eine bestimmte Niveau des Wissens. Und wenn sie wissen, dann heißt es, sie sind gut informiert. Und Information oder informiert sein, wie sie wissen, ist ein bestimmter Teil der Integration. Zweitens, damit eine richtige, gesunde Integration und ein gesundes Leben geführt werden
könnte, braucht man diese sichere Wirtschaftslage oder Finanzlage. Das bedeutet, ein Job und eine richtige Stelle, wo er arbeitet, wo er seine Kinder ernähren kann, wo er eine Zukunft bauen kann. Und das ist eine große Voraussetzung für seine innerliche Ruhe. Und wenn er innerlich beruhigt ist, dann hat er natürlich größere Chancen, auch gut integriert zu werden. Punkt Nummer 3, würde ich sagen, ist die eigene Kultur und Religion zu erlernen. Und wenn jemand eigene Kultur, Religion und Sprache erlernt, so baut man eine gesunde Basis, worauf man noch weitere Punkte aufbauen kann, wie zum Beispiel eine neue Sprache erlernen, wie zum Beispiel neue Menschen kennenlernen, neue Religionen kennenlernen. Aber dann hat man keine Angst vor anderen, weil man ganz genau weiß, was man selber ist. Also Punkt Nummer 3 wäre die eigene Kultur, Religion und Sprache lernen. Punkt Nummer 4 und vielleicht der letzte Punkt ist, soziale Kontakte zu pflegen. Das bedeutet, wenn er hier lebt, er sollte eigentlich noch Kontakten zu Menschen haben, Kontakten zu den Nachbarn haben und ähnliches. Und das ist auch eine große Voraussetzung, dass man gut integriert werden kann und vor allem, dass ein Albaner auch Fortschritte macht. Schon mein deutsche Zitatare Tal, mit einem Schriftart, Pajasi, Podat, Jet, Huit, hier, dort die Pranoin, Ligit des Witzers. Dhe duhet të respektojnë ato njëtën e tyne. Duhet që tjenë ju vetëm punëtuar të mirë, ndershëm, e të përgjegjshëm, por duhet gjithsesi edhe të ruajnë familjet e tyne, e bëjnë të gjitha të motivojnë të rritë të shkollohen. Sepse shkollimi ju hapë ma shumë perspektive edhe për punësim edhe për integrim edhe për çdo gjatë tjetër. Pastaj gjithsesi që në vitet atër edhe shoqërimi më i madh me Zvicran, edhe ne si mision kemi gjithmonë takime të ndryshme me komunitetin Zvicran këtu me komune, me përfaqësues të kishës, ku shpesh diskutojmë edhe për integrimin, sepse ne duam, si që thash, njerëzve tanë t'ju ndihmojmë integrimin, por në asnjë mënyrë asimilimin. Ne duam që kjo gjenerat e njerëzve tanë këtu në Zvicër të arrujnë identitetin e vetë kombëtar, sepse për ne të integrosh në shëshinë zvicërane nuk dhe thotë edhe të asimilohësh e t'i humbësh ndjenjat e tua kombëtare që i kemë. Wir haben einen Unterschied festgestellt zwischen Musikschule und Sportangebot. Und was wir festgestellt haben, ist, dass eigentlich im Sport, der Sport, unsere Sportangebote gut besucht werden. Wir haben ein Sportangebot, das wir OSSO nennen, das ist Sport am Sonntag, da sind die Turnhallen offen am Sonntagnachmittag und da haben wir ausgewertet vor 2 Jahren, dann sind es 19% der Teilnehmer sind albanische Kinder. Wir reden hier von Primarschülern von der 1. bis 6. Klasse. In der Musik sieht es ein bisschen anders aus. In der Musik haben wir das Problem, dass wir festgestellt haben, diese klassischen Instrumente wie Klavier, kann auch sagen, Saxophon oder Geige und so, werden praktisch nicht besucht. Und dann haben wir uns überlegt, was wollen wir da machen. Wir sind mit einzelnen Musikern zusammengesessen, also der Schulleiter von der Musik, und haben dann den Vorschlag ausgearbeitet, 2 Kurse anzubieten. Eins ist Schäfteli und das andere ist Balkanmusik zu machen und haben die ausgeschrieben. Haben Flyers gemacht. Das ist zum Beispiel vom Schäfteli auf Deutsch und Albanisch. Und dann haben wir überlegt, was machen wir jetzt? Wie kommt das zu den Albanern? Und da haben wir ein Problem. Wenn wir das so verteilen, dann landet das meistens im Kübel zu Hause. Und deshalb haben wir uns was einfallen lassen, dass wir über Kanäle, über Kontakt das weitergeben. Wir waren an einer Infoveranstaltung am 24. Februar dieses Jahres, fand das im Stadtsaal statt und hatten dort einen Stand von der Musikschule und sind auf die Leute zugegangen. Wir haben albanische Musiklehrer gehabt, die einen Fragenkatalog hatten
und die Eltern gefragt haben, zum Beispiel, was bedeutet für sie Musik? Oder was machen sie Musik zu Hause? Und was würden sie sich wünschen, was die Musikschule machen würde? Und gleichzeitig haben wir sie auf das Angebot aufmerksam gemacht. Dort war auch ein Stand von HSK-Lehrern, die Albanisch-Schule geben. Und dort haben wir ihnen das auch gegeben, dass sie es ihren Schülern weitergeben. Leider ist bis jetzt die Rückmeldung ernüchternd gewesen, also sehr schlecht. Also wir haben ein einziges Kind hat ein Interesse für Schifterli gezeigt und bei der Ensemble Balkan ist nichts reingekommen. Gar nicht. Wir geben aber nicht auf. Unsere Idee ist jetzt, wenn die Kinder nicht zur Musik gehen, dann wollen wir gucken, dass die Musik zu den Kindern geht. Und deshalb haben wir für das übernächste Jahr ein Projekt vor, wo wir Musikangebot, die Musik in die Schule bringen, aber dort müssen sie dann die Musik besuchen. Für uns ist die Zusammenarbeit mit den Eltern sehr wichtig. Das Interesse an der Schule und das, was hier gilt, die Regeln, aber auch das Interesse an den Inhalten von der Schule. Ich denke, es wäre hilfreich, wenn die Eltern auch sagen würden, wo sie etwas nicht verstehen oder wo sie Unterstützung haben können. Und ich denke, von der Schule bemühen wir uns, offen zu sein und dieses Gespräch immer wieder zu führen und zu suchen. Sicher wäre es auch gut, wenn die Eltern sich untereinander austauschen würden, was ist gut für die Kinder. Wir stellen auch manchmal fest, dass unterschiedliche Ansichten von Erziehung herrschen. Das hat nicht nur etwas mit Migration zu tun. Und da versuchen wir auch zu unterstützen mit dem Elternforum, wo die Eltern sich treffen können und diskutieren können, was hilft den Kindern, dass sie sich verbessern können in der Schule oder was hilft es für die Eltern im Umgang zum Beispiel mit Medien, wie machen das andere Eltern. Da wäre es schön, wenn sich auch albanische Eltern an diesem Gespräch beteiligen würden und sagen würden, wie sie es zu Hause machen, weil die Schwierigkeiten oder die Freuden mit den Kindern, die sind ja international überall gleich. Ich werde immer wieder gefragt, wann ist jemand integriert? Ich glaube, dass jemand integriert ist, wenn er sich zugehörig fühlt. Und für die Zugehörigkeit benötigt es ein Beziehungsnetz. Ich muss Verwandte, Bekannte haben, ich muss vielleicht in einem Verein sein, ich muss an der Gesellschaft teilnehmen können. An der Gesellschaft teilnehmen bedeutet aber auch, dass ich einen Status in der Gesellschaft habe. Das heißt, ich habe eine Aufgabe, ich habe eine Arbeit, ein Einkommen und ich kann an der Gesellschaft aktiv teilnehmen. Wichtig scheint mir auch, dass ich vertraut bin mit den Werten und Normen der Gesellschaft, mit der Sprache, die man hier spricht. Das sind alles Dinge, die mir die Möglichkeit geben, ein Teil von der Gesellschaft zu sein und mitzumachen. Ich bin überzeugt, dass Integration ein fortlaufender Prozess ist, ein Prozess, der auch gegenseitig ist. Das heißt, es benötigt die Offenheit der schweizerischen Bevölkerung, es benötigt aber auch die Bemühungen der Zugewanderten. Für eine gelungene Integration braucht es eine Chancengleichheit. Das heißt, Personen müssen gleich behandelt werden, wenn sie auch die gleiche Leistung erbringen. Wichtig scheint mir bei der Integration von den Ressourcen auszugehen. Das heißt, ich gehe von dem Potenzial und den Kompetenzen, von den Ressourcen der Menschen aus. Und so gelingt es auch, die Ressourcen zu nutzen. Also was es braucht, damit sich Albaner gut integrieren können, ich denke, sie müssen sich auch willkommen fühlen hier in der Schweiz. Also hier haben auch die Schweizerinnen und Schweizer eine Aufgabe, und zwar, dass wir die Integration auch wollen. Wir müssen miteinander leben und wir wollen auch miteinander leben. Und wenn man sich gegenseitig kennt und gegenseitig respektiert, ist das Zusammenleben auch sehr gut möglich.
Eine gute Frage. Ob ich gut integriert bin, da lasse ich gerne mal die anderen sagen. Hingegen, ich persönlich, das, was ich bis jetzt gesagt habe, versuche natürlich, das nachzumachen, beziehungsweise auszuleben. Zum Beispiel, ich bin natürlich gewilligt, hier zu leben. Ich will hier leben und ich versuche, einige Voraussetzungen zu erfüllen. Dann zweitens, ich handle diesbezüglich, sagen wir das mal, meine Kontakten sind von der Moschee drin bis dann auf den weiteren Muslimen, die gar nicht in der Moschee sind, bis auf den Nicht-Muslimen, bis auf den Kanton und bis auf den weiteren Institutionen des Landes. Das bedeutet, die Interesse war da, die Kontakten zu pflegen und mit den Menschen zu reden. Also die Taten und sowas zeigt, dass ich doch gut integriert bin. Aber gerne lasse ich mich, wie gesagt, informieren von den anderen, ob ich so aussehe. Unë jam në Zvicër që 2 vite, nuk mund të them që jam integru, por unë jetoj në përputhshmërit plot me ligjet e Zvicër, çdo gjë këtu çka kërkohet për meje, e respektoj me përpikri, edhe këto mundohem t'i jap edhe njerëzve që më janë besu, sepse unë jam përgjegjës për dikun 6.000 shqiptarë të besimit katolik që jetojnë në Zvicrën lindore, do të thonë misionin që unë e udhëheqi. Mundohem që bashkë me ta të integrohemi në shoqërinë zviceronë sa më shumë e sa më mirë që tjetë e moqme, si shtashtë të i rujtën traditat e mirat të poplit tonë. Ich finde wichtig aber, klar sind unsere Bestrebungen hier, aber auch die Albaner müssen einen Schritt machen. Das habe ich selber damals auch gemerkt. Also die Albaner müssen auch Interesse zeigen und müssen gucken, aha, wenn ich ja da mitmache, profitiere ich ja selber. Es nützt mir etwas. Ich gehe mal so einen Kurs, ich versuche mal ein Musikinstrument zu machen. Die Möglichkeiten gibt es. Und es ist wie, wenn ich nicht davon profitiere. Ich muss Interesse zeigen. Und das wäre mein Wunsch an die Albaner. Zeigt Interesse. Also das Interesse, was die Albaner ja zum Beispiel im Fußball zeigen, und dort sind sie ja sehr erfolgreich, auch in der Schweizer Nationalmannschaft. Ich würde mir wünschen, das gleiche Interesse, die gleiche Kraft, sie zum Beispiel in Musik und in die Gesellschaft geben würden, weil sie profitieren auch dort. Klar, im Fußball hat man sofort, ist bekannt, auf den Titelbildern überall. Und in der Musik aber profitiere ich auch. Meine Hirnstrukturen entwickeln sich anders. Die Intelligenz, meine schulische Fähigkeiten werden höher, ich kann einen höheren Abschluss machen, einen höheren Beruf und das hilft mir natürlich dann auch gewisse Positionen einzunehmen in der Gesellschaft. Ein Großteil der Albanerinnen und Albaner in Wiel sind bereits in der zweiten und dritten Generation in der Schweiz. Ich bin für eine gelungene Integration beim großen Teil sehr zuversichtlich. Wenn ich auch feststelle, welche Ausbildungen die Kinder machen, wie sie sich integrieren, wie sie teilnehmen am gesellschaftlichen Leben. Dass ich mein Leben dort jetzt verbringen kann, nein. Weil ich habe da ein Umfeld, wo sehr gesund ist. Ich habe da meine Familie, Freundeskreis. Ich habe einen Job, den ich sehr gerne mache. Und zurückgehen sehe ich aktuell überhaupt keinen Grund. Ich fühle mich da daheim. Ja, wenn ich in Kosovo gehe, ich sage immer, wegen Arbeit akzeptieren wir. Integration, wie ist in der Schweiz, was haben wir erreicht bis jetzt, wie ist da hier in der Schweiz, wie leben die Leute in der Schweiz, alles das zusammen. Und wegen also das Arbeitsprogramm akzeptieren.
Hauptsächlich konzentriere ich mich einmal primär, wie Kosovo entstanden ist, die Geschichte. Damit man es überhaupt mich auch kann begreifen kann. Ich sehr oft erzähle ich auch die Hintergründe der Geschichte. Und die Entwicklung, die in Kosovo stattfindet, wo in der Tendenz positiv, aber sehr, sehr langsam ist. Ja, ich würde sagen, auf beiden Seiten, hier und in Kosovo. Aber mehr, ich glaube, ich denke mehr in Kosovo. Weil ich merke das, weil zum Beispiel erst im Telefon, wenn er telefoniert mit meinem Bruder, dann redet alles anders. Und wenn mit mir, dann ist alles etwas anders. Die Integration fängt primär einmal an bei der Sprache. Man soll die sprachliche Kompetenz haben, man soll die deutsche Sprache bzw. die andere Sprachen in der Schweiz kennen, damit man überhaupt in Dialog kann treten. Dann sind es natürlich auch die Wertvorstellungen, die wir hier haben in der Schweiz und auch die Rechtssicherheit und auch die rechte Bestimmungen akzeptieren und mit denen zu leben. Ja, ich habe ihm ein paar Mal auch noch erzählt, dass wir haben mein Leben gewesen und wie haben wir erreicht bis jetzt. Und dann, ich würde sagen, ich habe ihm gesagt, dass er muss auch einmal übernehmen, meine Arbeit, wie soll ich sagen, oder ihres Lebens, wie habe ich gelebt und wie er muss leben nachher. Selten bis gar nicht, weil das sind, wenn wir dann eher suffisant, eher, dass wir das Ganze mit einem gewissen Humor, aber jetzt Männlichkeit und was ich für eine Aufgabe und Verpflichtung habe als Mann, nein, ist nicht blöd. Das ist eine klare Antwort von mir, weil ich war auch schon 3-4 Wochen meine Heimat einen Urlaub machen, aber ich, wie schon gesagt, ich fühle mich in der Schweiz zu Hause und ich kann es mir nicht vorstellen, wieder zurück, also wieder. Ich war ja noch nie da, aber ich kann es mir nicht vorstellen, weg von hier zu gehen. Sei parket integriert mit Mendoise. I lidh shoqëria, rrethi, shkollimi, edhe punësimi, këto po mendoj të janë këta gjana. Von den Schweizern kann ich in Kosovo sagen, dass die Leute hier so sind, dass die nicht interessiert, was die anderen machen. Und ja, hier sind die Leute einfach so, sie machen das, was sie selber interessiert und der andere, ja, der kann machen, was er will. Und das sage ich denen eigentlich und dass sie eigentlich alles, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, dass hier alles korrekt abläuft. Po, sag mal, ich muss mal verpissen, die Tregoi, sei parkett in Fjarnen Stiefe Bornin, da was anderen, was ich ja sot apo nesër ndoshta nuk jem mesin familjar e kita vazhdoj pra punën time. Den Schweizern kann ich erzählen, dass Kosovo eigentlich ein recht armes Land ist. Also für mich, wenn ich jetzt dort im Urlaub bin, ist alles sehr günstig. Ist ja auch gut für mich, oder? Aber die Leute da, die haben wenig Geld und das kann ich eigentlich den Schweizern erzählen, auch von der Politik her so, ja, die Schweiz ist einfach besser gesichert eigentlich und aber ich denke mal, ich sehe es auch selber so, wenn ich Nachrichten gucke und immer wieder, ich sehe, dass auch Kosovo eigentlich immer besser wird. Immer eine Einstellungssache, wie man sich heimisch fühlt. Wenn ich jetzt den Vergleich natürlich fühle oder
wenn ich Vergleich anstrebe in Mazedonien, dann ist es eigentlich schwierig, dass wir hier eigentlich die gleichen Verhältnisse haben. Ich denke, in Mazedonien, wenn ich dort bin, dann höre ich 5-mal am Tag den Muezzin zum Beispiel. Das gibt mir ein Gefühl, dass ich heimisch bin, dass ich eigentlich bin zu Hause natürlich, oder? Was ich natürlich hier in der Schweiz nicht habe. Dort höre ich die Kirchenglocken. Aber das ist immer eine Einstellungssache. Ich denke, wenn ich hier eine gewisse Sache natürlich dann sehe, mein soziales Umfeld, dann braucht es eigentlich nicht mehr viel, dass ich mich hier integrieren kann, weil die Schweiz an sich gibt ja schon gewisse, wie sagt man sagen, Vorlagen, wie man sich auch integrieren kann, also mit dem sozialen Umfeld. Und ich habe genauso albanische Freunde wie auch Schweizer Freunde, wo ich mich dann auch heimisch fühle. Ich denke, meine Kinder fühlen sich sehr wohl hier zu Hause bei Eltern. Es ist ein sehr offenes Verhältnis. Die Kinder sind sehr, sehr liberal erzogen. Das heißt, es ist nicht mehr wie früher, das heißt, der Vater ist Patriarch zu Hause. Nein, der Vater ist eine Person, leitet die Familie, aber nur in Konversation, nur in Gesprächen, nur mit Beispielen. Vater soll auch ein Beispiel sein für die Kinder. Das heißt, der Vater spielt eine große Rolle für die Entwicklung von Charakter, von verschiedenen positiven Sachen für die Kinder. Das heißt, der Vater soll eine gute Visitenkarte hinterlassen, damit die Kinder können verfolgen. Der Vater ist als Beispielperson auch für andere Mitglieder der Familie. Bei den Albanern ist es so, der Vater hat eine besondere Rolle. Und diese Rolle, so gut wie möglich, sollte der Vater interpretieren. Also primär natürlich wirklich die schönen Sachen, dass Tetu wirklich eine schöne Stadt ist und auch mein Herkunftsland, also von dort habe ich auch die Wurzeln. Das ist wirklich so, dass ich eigentlich den meisten Schweizer Kollegen zum Beispiel oder einfach allgemeinen Freunden das erzähle. Natürlich gibt es natürlich nicht alles rosig, auch in Mazedonien. Auch wir haben natürlich Probleme und auch speziell Tetu hat natürlich gewisse Probleme, die Stadt dann selber erarbeiten muss, also ausarbeiten muss. Aber primär immer die schönen Sachen. Oder? Weil ich denke, wenn die negativen Sachen dann anfangen, dass spreche ich dann oder das erzähle ich dann meinen Freunden, wenn ich zum Beispiel wieder in die Ferien gehe, was mir da passiert ist, zum Beispiel am Zoll oder was in der Stadt ist zum Beispiel, all die Mentalitätsunterschiede, aber das ist mehr so spaßig eigentlich. Oder? Natürlich, wir reden sehr offen über solche Themen, aber die neue Generation hat eine andere Perspektive. Das Leben ist sehr vielfältig, das heißt, wir versuchen so gut wie möglich über die gesamte Problematik des Lebens zu reden. Wir nehmen diverse Sachen von unserer Kultur und Schweizer Kultur. Das heißt, wir machen eine Synthese von beiden Kulturen, was sehr, sehr positiv ist für die Familie, in diesem Fall für meine Söhne. Das spielt dann keine große Rolle, weil wie sagt man dann, das Herkunftsland meiner Eltern, das prägt mich. Dank ihnen bin ich eigentlich so. Oder wie sagt man eigentlich, ich habe recht viel auch von meinem Vater natürlich abgenommen. Das heißt, wir haben gewisse Grundsätze eigentlich in der Familie, die wir pflegen, die eigentlich das uns sagen, den Unterschied macht zu einer Schweizer Familie. Und darum spielt es eine große Rolle, das Herkunftsland meiner Eltern, weil ich habe das so übernommen und das wirkt sich einfach auch positiv natürlich genauso aus. Integration ist ein Begriff, ist für mich nicht definierbar. Wir haben tagtägliche Integration. Was betrifft die albanische Bevölkerung hier in Wiel und Thema Integration, man sollte aktiv sein. Integration ist nicht Einbahnstraße. Integration ist Begegnung mit der Schweizer Kultur, Begegnung mit den Behörden, mit den Schulbehörden. Integration findet statt überall.
damit die Albaner besser integriert sind in der schweizerischen Gesellschaft, es braucht eine Selbstinitiative. Das heißt, wie gestalte ich mein Leben hier in der Schweiz? Ich vermeide die Problematik, ich verbessere meinen Lebensstandard und vieles. Auch wenn ich bei Verwandten zu Besuch bin, natürlich habe ich auch immer ja, die schöne Sache, dass es sich schön ist, hier zu leben. Aber natürlich auch den Unterschied und auch schnell, dass man natürlich auch hier in der Schweiz sehr viel arbeiten muss. Also von nichts kommt nichts, oder? Weil das ist natürlich schon ein bisschen so, wenn die Lohnunterschiede natürlich, das ist kein Vergleich zu Mazedonien in der Schweiz. Und dann das Bild, ich denke, mit Mazedonien ist man meistens immer, ja, du bist in der Schweiz, da geht es gut, oder? Aber es ist natürlich nicht immer so, man muss ja hier viel arbeiten, viel Steuern zahlen. Und das erwähne ich dann meistens dann nicht mehr auch direkt. Oder? Es ist ein schönes Land, wir haben dann wirklich recht viele Möglichkeiten auch hier uns auszuleben. Aber natürlich, nichtsdestotrotz muss man dann auch arbeiten, also von nichts kommt nichts. Ich fühle mich überall zu Hause. Wo fühle mich wohl, dort ist auch meine Heimat. Natürlich, meine Wurzeln sind in Mazedonien. Es ist meine Familie in Mazedonien, aber seit 30 Jahren bin ich in der Schweiz und ich fühle mich sehr wohl hier in der Schweiz. Es ist so, dass wir ein sehr offenes Verhältnis mit meinem Vater pflegen. Das heißt, also wir haben wirklich viele Themen, die wir besprechen, aber speziell die Rolle des Mannes, wie zum Beispiel Übernahme des Hauses oder wer ist das Familienoberhaupt, das haben wir so direkt eigentlich nicht, weil wir relativ auch offen miteinander kommunizieren. Das heißt, ich habe noch einen jüngeren Bruder. Und wir gleisen dann jetzt schon auf. Das heißt, wie zum Beispiel, dass wir dann, wenn es geht, zum Beispiel meine Eltern, dann später, das ist ja ganz klar, dass wir dann uns für die Eltern sorgen. Und nicht nur ich zum Beispiel, sondern auch mein Bruder. Und das gleisen wir so auf. Ich denke, wenn mein Bruder zum Beispiel das Haus übernehmen würde oder ich, das spielt dann so direkt nicht eine Rolle. Darum ist es dann schwierig zu sagen, ja, nur ich habe fix, weil ich der älteste Sohn bin, zum Beispiel eine fixe Rolle als Mann. Das ist so bei uns ein bisschen differenziert, weil wir wirklich ein sehr offenes Verhältnis pflegen. Und darum denke ich mir so, die klassische Variante gibt es bei uns so nicht. Oder? Weil wir sagen, wirklich haben ein offenes Verhältnis und auch mit meinem Bruder. Das heißt, es ist dann schwierig, so eine direkte Frage zu beantworten. Aber ich denke, ich hoffe, dass es ein bisschen klar ist, dass bei uns einfach die Rollenverteilung auch offen ist, oder? Wenn ich dort abgang und jetzt über Schweiz etwas erkläre, dann kann ich nur Gutes sagen, weil da hat man einfach Möglichkeiten, zum sich weiterbilden, zum Schulungen machen, zum Trainieren wie ich und weitergehen, man hat Unterstützung und ich kann einfach nur das Gute sagen, oder? Also ich erzähle hier in der Schweiz über Kosovo, weil mich fasziniert, wie die Leute, was die durchgemacht haben bis jetzt und was die erlebt haben bis jetzt, wie schwierig das war in Kosovo und gleich die Leute stark geblieben sind und sich integrieren und weiterarbeiten und sich auch viel weiterbilden und Schulungen machen und das fasziniert mich einfach, oder? Ja, wir reden viel darüber. Also mein Vater hat viel durchmachen von Kosovo, wie schwierig das dort war. Dort müssen viel dort arbeiten. Und sein Traum war auch da, dass wir alle hierher kommen und uns integrieren und wir arbeiten und dass wir einfach ein besseres Leben hier haben und Schulungen machen. Und halt die Disziplin und so, oder? Das hat mir immer beigebracht, wie ich soll vorgehen soll, dass ich nett sein muss, dass ich lernen muss, dass ich Lehre machen muss, dass ich arbeiten muss und mich integrieren muss. Und ja. Und jetzt stehe ich da und er ist stolz auf mich, denke ich. Also für mich heisst Integration, dass man die Sprache lernen, dass man Schulungen machen, dass man sich weiterbilden, dass man mit anderen Leuten und mit Schweizern oder verschiedenen Nationen kann zusammenleben und keinen Unterschied macht. Oder? Ich habe hier auch meine Schüler, wo ich verschiedene Nationen habe. Und ich unterscheide sie nicht, oder ob es Albaner ist oder Schweizer oder egal was für eine Nation, ich sehe sie alle gleich, oder? Und das ist für mich auch sehr wichtig.
bist du? Lorit, wer bist du? Altin. Und du? Enza. Wo bist du geboren? In der Schweiz. Und du? Auch in der Schweiz. Du? Auch in der Schweiz. Wir müssen zusammen in der Schweiz integriert sein. Das hat mein Vater auch gesagt. Sind Sie beide Albaner? Ja. Ja. Gehen wir Fußball spielen. Okay, gehen.